Zunächst einmal sollten wir uns die Frage stellen, was einen klugen Menschen eigentlich ausmacht. Bezeichnet man Menschen als schlau, die sich eine große Menge an Fakten merken können, oder spielt der IQ eine Rolle? Vielleicht ist es auch einfach nur die Weisheit, richtige Entscheidungen in bestimmten Situationen zu treffen, oder der Fakt, dass man zahlreiche diverse Lösungsmöglichkeiten durchgeht, bevor man sich zu einer Entscheidung durchringt. Möglicherweise ist es so, dass alle eben genannten Dinge hier mitspielen. Es ist schwierig zu bestimmen, was für den Erfolg von klugen Menschen maßgeblich ist. In unserem heutigen Video werden wir uns einmal ansehen, was schlaue Menschen nicht tun. So können wir schlussfolgern, welche Dinge und Tätigkeiten vermieden werden sollten. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Kluge Menschen sehen zahlreiche Wege, um Geld zu sparen. Bei der Klugheit handelt es sich um eine Tugend, die nicht mit Gier oder Geiz verwechselt werden darf. Menschen, die mit ihren Finanzen umgehen können und kein Geld mehr für unnötige Dinge ausgeben, sind bewundernswert. Oftmals investiert man nämlich in Dinge, die einen vielleicht auf den ersten Blick glücklich machen. Doch nach ein paar Tagen merkt man, dass man diese überhaupt nicht gebraucht hätte. Es kommt dir vielleicht nicht so vor, aber besonders die ständigen kleinen Ausgaben lassen dein Vermögen immer weiter schrumpfen. Erfolgreiche Menschen wissen, was sie zum Leben benötigen und verzichten auf weitere Ausgaben. Mit der Zeit kommt übrigens eine schöne Summe dabei heraus, wenn man nicht mehr alles käuflich erwirbt, was einem zwischen die Finger kommt. Was du stattdessen tun kannst. Zu Beginn kann sich der Kauf eines Wasserfilters wirklich lohnen. So gibst du weniger Geld für Pfand oder Glasflaschen im Supermarkt aus und kannst dein Wasser zu Hause genüsslich trinken. Wenn du über einen Drucker verfügst, ist es hilfreich, diese Patronen auffüllen zu lassen, anstatt neue zu kaufen. Außerdem kannst du auch viel Geld sparen, indem du alle Glühbirnen in deinem Zuhause ersetzt, und zwar durch solche, die energiesparend sind. Des Weiteren kannst du darüber nachdenken, deine Bank zu wechseln. Meist sind die Kontoführungsgebühren relativ teuer, die du bei einer anderen Bank eventuell überhaupt nicht zahlen musst. Um weiter Geld zu sparen, kannst du auch auf Kabelfernsehen verzichten. Die monatlichen Gebühren hierfür können sich auf eine beträchtliche Summe rechnen. Das Internet bietet hier zahlreiche Dienstleister für Filme und Serien, für die du nur einen kleinen monatlichen Beitrag bezahlen musst. Nummer 2. Kluge Menschen verlassen sich nicht auf andere. Natürlich ist nichts falsch daran, Freunde und Bekannte zu haben, auf die man sich im Notfall auch verlassen kann. Jedoch solltest du dich nicht blind auf jemand anderen verlassen. Du wirst sonst zu abhängig von dieser Person und kannst nach einiger Zeit keine eigenen Entscheidungen mehr treffen, da du stets auf diesen Menschen angewiesen bist. Was kannst du stattdessen tun? Du kannst intelligent sein und über einen hervorragenden Verstand verfügen. Dies bringt aber alles nichts, wenn du diese Eigenschaften nicht nutzt. Versuche doch einmal, dein Problem selbst zu lösen. Wahrscheinlich stellst du am Ende fest, dass du niemand anderen dafür gebraucht hättest. Oftmals ist es deine eigene Unsicherheit, die dich vom selbstständigen Handeln abhält. Nummer 3. Kluge Menschen handeln nicht verantwortungslos. Kluge Menschen sind nicht gleichbedeutend mit langweilig. Sie gehen auch aus, haben Spaß und treffen Freunde. Jedoch übertreiben sie dies nicht und konzentrieren sich eher auf die wichtigen Dinge im Leben. Je mehr der eigene Alltag geplant wird, desto effizienter ist man. Hierbei ist es egal, ob du ein Student, ein Lehrer, eine Hausfrau oder Geschäftsführer bist. Was kannst du tun? Auch du hast Verantwortung, dich um deine Dinge zu kümmern. Verschiebst du sie ständig, verwickelst du dich selbst und hast vielleicht den Abgabetermin nicht mehr im Kopf, Rechnungen werden zu spät gezahlt und der Stromverbrauch wird auch nicht abgelesen. Du solltest also die Dinge gleich anpacken, anstatt sie immer wieder auf später zu verschieben. Nummer 4. Du kannst deine Überzeugungen neu bewerten und fühlst dich deswegen nicht besiegt. Unsere gesamte Vergangenheit ist dafür verantwortlich, wie wir unsere Welt jetzt sehen. Innere Überzeugungen führen zu einer egozentrischen Umwelt.
Wir haben also unsere eigene Welt mit unseren innersten Überzeugungen erschaffen. Natürlich sind unsere inneren Überzeugungen nicht grundsätzlich falsch, jedoch kann es manchmal sein, dass diese neu angepasst werden müssen. Dies kann der Fall sein, wenn eine schwierige Entscheidung getroffen werden muss oder man merkt, dass man mit diesen Überzeugungen im Leben nicht mehr weiterkommt. Was kannst du tun? Wirf deine alten Überzeugungen nicht um, sondern verändere sie. Sobald du deine innere Denkweise veränderst, verändert sich alles um dich herum. Nummer 5. Kluge Menschen machen nicht ihre Vergangenheit für ihr jetziges Leben verantwortlich. Die Vergangenheit kann nicht mehr geändert werden, auch holt sie uns nicht mehr ein. Kluge Menschen lernen, dass sie sich nicht von ihrer Vergangenheit oder den damit verbundenen Glaubenssätzen ihre Zukunft vermiesen lassen. Was kannst du stattdessen tun? Erkenne deine Fehler und deine schlechten Seiten an. Nimm sie nicht länger als Ausrede für schlechtes Verhalten. Du kannst dein Leben selbst ändern. Nummer 6. Du verlässt dich nicht auf dein Glück, um Probleme zu lösen. Kluge Menschen nehmen ihre Probleme selbst in die Hand und versuchen, diese zu lösen. Hier ist das Sprichwort "Hoffe auf das Beste, aber sei auf das Schlimmste gefasst" wörtlich zu nehmen. Solange man auf das Beste hofft, bleibt man motiviert, verliert aber trotzdem nicht den Sinn für die Realität. Was kannst du tun? Verlasse dich nicht auf dein Glück, sondern nimm dieses selbst in die Hand. Nummer 7. Kluge Menschen lernen aus ihren Fehlern. Fehler gehören zum Leben dazu. Egal wie gut man etwas durchdacht oder organisiert hat, oftmals vergisst man eine bestimmte Situation. Diese bringt dann meist alles zum Wackeln, was man sich bis dahin bereits aufgebaut hat. Fehler sind eine gute Möglichkeit, um sich selbst stetig zu verbessern. Das gelingt jedoch nur, wenn man sie als solche anerkennt. Was du tun kannst: Nimm dein Leben selbst in die Hand und gestehe dir Fehler ein. Fehler sind menschlich. Jeder macht Fehler. Doch nur wer daraus etwas lernt und sie sich zu Herzen nimmt, kann aus ihnen etwas wirklich Positives machen. Nummer 8. Es gibt immer Gelegenheiten, seine Erfahrungen zu erweitern. Selbst die Wissenschaft lässt alle Theorien nicht einfach liegen, sondern bewertet sie nach einiger Zeit wieder neu und aktualisiert diese dann. Genauso tun es auch kluge Menschen. Sie erweitern ihre Erfahrungen stetig. Was kannst du tun? Dies ist eine gute Möglichkeit, um deine eigene persönliche Datenbank zu erweitern. Wir gehen ja davon aus, dass Wissenschaftler schlaue Menschen sind. Sei du also der Wissenschaftler in deinem eigenen Leben. Nummer 9. Kluge Menschen überschätzen ihre Fähigkeiten nicht. Harte Arbeit und Ehrgeiz sind natürlich nichts Verwerfliches. Wenn man es jedoch übertreibt, wird es ungesund. Man würde ständig unter Stress stehen, was sich natürlich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Der unaufhörliche Wunsch, erfolgreich zu sein, kann einen sogar von der Familie und den Freunden entfernen. Was kannst du tun? Oftmals bringt dir das ständige Nachgrübeln über eine Situation nicht wirklich viel. Irgendwann bist du erschöpft und kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Wisse, wann du eine Pause brauchst und lege sie auch ein. Gib deinem Unterbewusstsein mehr Macht über dich und höre darauf, was es dir mitteilen möchte. Unser heutiges Fazit: Es ist nie schlecht, Gewohnheiten von klugen Menschen zu übernehmen. Nur so können wir uns stetig verbessern und lernen dazu. Das Leben steht niemals still und so sollten wir es auch nicht tun. Das war's für heute. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf Facebook oder WhatsApp. Vielen Dank fürs Zusehen!